Willkommen zur zweiten Ausgabe Fragen der Woche. Und in dieser Ausgabe soll es speziell um das Thema Fahrzeuge in die Türkei oder eben auch aus der Türkei wieder rausfahren. Und da habe ich ja diese Woche einiges an Videomaterial für euch bereitgestellt. Ihr konntet verfolgen, wie ich mit einem deutschen Fahrzeug, was wir türkisch umschreiben haben lassen, beziehungsweise derjenige, und das dann wieder rausgefahren hat. Und das war ein richtiger krasser Aufwand. Nicht nur Zeitaufwand, sondern eben auch finanzieller Aufwand. Dazu aber gleich nochmal ein bisschen mehr. Hier aber direkt die erste Frage. Denn es gibt einfach Menschen, die haben immer noch so ein bisschen vielleicht das alte Denken und denken tatsächlich, dass es ganz einfach ist, ein Fahrzeug reinzubringen, dann nach 2 Jahren oder mittlerweile vielleicht sagen auch schon viele 4 Jahre wieder rauszufahren, einen Tag später wieder mit demselben Fahrzeug reinzukommen. Nein, das klappt so auf jeden Fall nicht. Ob das früher geklappt hat, bin ich mir nicht mehr so sicher, aber das kann natürlich sein, dass das früher anders ist, als es jetzt ist. Dementsprechend starten wir rein. Die Frage ist von WebTV-Produktion. Was wäre, wenn ich ein Fahrzeug knappe 2 Jahre drinne habe, es zurück nach Deutschland fahre, dort verkaufe und mir ein neues, anderes Auto kaufe und damit wieder in die Türkei reinfahre, um es dort wieder knappe 2 Jahre zu fahren? Der Grundgedanke ist richtig, weil das Fahrzeug natürlich raus muss nach 2 Jahren und so könnte man annehmen, ich hole mir ein neues Auto und fahre damit wieder rein. Da gibt es aber einen ganz großen Haken, den viele einfach nicht bedenken, was aber eigentlich komplett sinnvoll ist in dieser Sache, leider. Denn es ist so, dass wenn du ein deutsches Fahrzeug auf deinen Namen in die Türkei fährst, hast du das Recht, 2 Jahre lang hier mit dem deutschen Kfz in der Türkei zu fahren. Und du hast somit auch die Möglichkeit, das Fahrzeug in der Türkei stehen zu lassen, auf deinem vielleicht Privatgrundstück oder in einer Garage oder auch in der öffentlichen Straße natürlich, und kannst dann mit einem Flugzeug auch das Land natürlich wieder verlassen, wiederkommen und das Fahrzeug dann wieder befahren. Das ist gar kein Problem. Allerdings, ganz wichtig ist es, dass wenn du das Fahrzeug nach 2 Jahren, und diese Zeit kann relativ schnell vorbeigehen, rausgefahren hast und nur der Halter quasi darf das Fahrzeug rausfahren, beziehungsweise auch die Ehepartnerin oder der Ehepartner, je nachdem, Familie sozusagen, dann musst du, wenn du 2 Jahre am Stück, beziehungsweise in dem letzten Jahr, guckt der Zoll, wie viele Tage warst du in der Türkei, im Land, wenn du mehr als 183 Tage im Land warst, das letzte Jahr, dann musst du über 6 Monate, über 183 Tage außerhalb der Türkei mit diesem Fahrzeug sein. Du könntest dementsprechend dasselbe Fahrzeug wieder reinfahren nach diesen 183 Tagen. Oder du könntest das Fahrzeug natürlich auch dort verkaufen, ein neues kaufen, kannst es aber nicht direkt nach deiner Ausreise oder Einreise in Deutschland wieder reinkommen mit diesem neuen Fahrzeug. Nein, das geht nicht, denn ganz leicht zu merken, Halter des Fahrzeuges und das Fahrzeug selbst muss dann 183 Tage außer Landes sein. Ja, das bedeutet nochmal kurz zusammengefasst, du fährst mit deinem deutschen Fahrzeug heute rein, bleibst 2 Jahre in der Türkei mit diesem Fahrzeug, musst dann das Fahrzeug rausfahren und kannst erst, auch wenn du dieses Auto verkaufst und am selben Tag ein neues Auto kaufst, kannst du dieses Fahrzeug als Halter, wenn das Auto auf dich läuft, erst nach 183 Tagen wieder reinfahren. Ganz, ganz wichtig. Man könnte dementsprechend natürlich auch den Wagen umschreiben lassen auf den Freund, auf die Ehepartnerin etc. Und sie muss dann an der Grenze das Fahrzeug reinfahren. Das wäre auch eine Option, die möglich sein könnte. Ich bitte dich aber diesbezüglich, wenn du da wirklich ernsthafte Fragen hast, speziell beim Zoll, eventuell auch gerade wenn du der türkischen Sprache mächtig bist, dir immer tagesaktuelle Informationen ziehst, denn wer weiß, wann du dieses Video schaust, können diese Informationen schon wieder veraltet sein. Okay, kommen wir zu dem Hauptthema dieses Videos. Die Frage ist nämlich, wie
ganz genau funktioniert das, wenn ich ein deutsches Fahrzeug aus Deutschland in die Türkei bringe und es dann nicht nach 2 Jahren rausfahren möchte, sondern ich habe mich entschieden, ich bleibe für immer in der Türkei und dementsprechend möchte ich auch mein Fahrzeug, was ich aus Deutschland mitgebracht habe, auf türkische Plakette, auf türkisches Kennzeichen umwandeln. Dann kannst du mit diesem Fahrzeug, das ist ein Musafer-Kennzeichen dann, das ist ein M-Kennzeichen. Ja, viele haben MA, MB, MC, mittlerweile auch MD-Kennzeichen. Das sind dann immer ausländische Halter sozusagen. Dementsprechend ist das auch eigentlich ein Punkt, wo viele denken würden, so ist schon ein bisschen Schikane, beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen diskriminierend, wenn man gleich erkennt anhand des Fahrzeuges und beziehungsweise anhand des Kfz-Schildes, dass das ein Ausländer ist. Und wenn du jetzt quasi mit deinem deutschen Fahrzeug hier reinkommst und du hast den Plan, dieses deutsche Fahrzeug umzuändern auf türkisches Kennzeichen, dann musst du das innerhalb von 6 Monaten nach deiner Einreise tun. Wenn du das nicht machst, dann kannst du nach dem 7. Monat zum Beispiel diese Chance nicht mehr nutzen. Das heißt, du fährst rein in die, über die Grenze. Und innerhalb von 6 Monaten musst du diesen Prozess starten, damit du mit dem Fahrzeug hier sehr lange in der Türkei fahren kannst. Übrigens, es ist ein Irrglaube aktuell noch, dass ein deutsches Fahrzeug für Rentner 4 Jahre hier im Land bleiben kann. Das ist aktuell viel im Umlauf, aber es ist aktuell noch nicht bestätigt. Kommen wir zu diesem Prozess, wie das mehr oder weniger genau abläuft. Alles rund um das Thema Auswandern in die Türkei zusammengefasst in einem ausführlichen E-Book habe ich unten in der Videobeschreibung einen Affiliate-Link. Dort kannst du draufklicken, dir das Informations-E-Book ziehen und unterstützt somit auch diesen Kanal. Dort werden viele intensive Themen 1:1 geschildert und sogar auch Kontaktdaten, Telefonnummern direkt hinterlassen. Also, wer hier eine Abkürzung nehmen möchte, kann dies hier mit diesem Link tun. Grob zusammengefasst ist der Ablauf so, dass wenn du mit deinem deutschen Fahrzeug in die Türkei kommst und du entschließt dich, alles klar, ich will das jetzt in ein türkisches Fahrzeug umwandeln, dann gibt es in Antalya den sogenannten Touring Club. Das kannst du gerne mal selber bei Google in einer anderen Suchmaschine auch eingeben und eingeben Antalya Automobil Touring Club. Und dort wird dieser Prozess gestartet. Und dann ist es mit gewissen Kosten verbunden. Und deswegen würde ich persönlich dir das nicht unbedingt empfehlen, das zu tun. Denn Beispiel, ein Fahrzeug, was in Deutschland 10.000 Euro kostet, kann hier in der Türkei dasselbe Fahrzeug, selbe Baureihe, eventuell grob selber Kilometerstand, vielleicht sogar das Dreifache oder Fünffache kosten. Und genau diese Differenz von diesen 2 Werten, das ist der Wert, den du dann als Ausländer in Euro hinterlegen musst. Die sogenannte Kaution oder auch die sogenannte Deposit. Was wiederum bedeutet, dass du sehr viel Geld parkst. Mit der A-Klasse war das damals dieses Fahrzeug, was hier in dem Video, in dem vorgestellten Video ging, waren es 5.000 Euro. Wir kennen aber jemanden hier, der hat ein anderes Fahrzeug, ein höherwertiges Fahrzeug aus Deutschland in die Türkei gebracht und der hat ca. 50.000 Euro Deposit hinterlegt, damit er dieses deutsche Fahrzeug mit türkischen Kennzeichen hier fahren kann. Weil dieses Fahrzeug ca. 50.000 Euro mehr kostet in der Türkei als in Deutschland. Und deswegen würde ich persönlich das nicht unbedingt tun. Wenn das natürlich ein günstiges Auto ist, dann ist es eventuell eine Überlegung wert, wenn du nicht unbedingt ICAMET brauchst. Weil das große Problem in dem Fall ist auch, dass dieses Kfz-Kennzeichen an der ICAMET des Halters gebunden ist. Was wiederum bedeutet, dass es sein kann, wie es aktuell in der Türkei läuft, dass wenn du die ICAMET nicht verlängert bekommst oder immer nur alle paar Monate, musst du auch
bei dem Automobilclub in Antalya immer in Kontakt sein und immer up to date das Ganze halten. Und dementsprechend ist das mit immensen Zeitaufwand immer verbunden und eventuell auch mit gewissen Kosten, wenn es dann auch um gewisse Vollmachten geht. Ja? Wenn eine Rentnerfrau zum Beispiel der Halter ist und diese aber plötzlich nicht mehr fahren kann aus irgendwelchen Gründen oder auch keine E-Card mehr bekommt, dann muss selbst für das Kind, selbst für die Tochter oder den Sohn, wie es in dem Fall auch war in dem Video, eine gewisse Vollmacht ausgestellt werden, was wieder mit Kosten verbunden ist, damit das Fahrzeug das Land verlassen kann. Denn wenn das Auto unerlaubt in der Türkei nach Ablauf der E-Card des Halters im Land bleibt und du fährst es erst Tage oder Wochen später raus, dann kann es zu extremen Strafen kommen. Und dementsprechend kann ich das natürlich nicht empfehlen, das dann so schleifen zu lassen. Ja? Also, was müssen wir wissen, wenn du ein Fahrzeug reinfahren willst in die Türkei, ein deutsches Fahrzeug, kannst du das tun, musst es aber dann innerhalb von 6 Monaten ummelden auf eine türkische Plakette, türkisches Kennzeichen mit dem Kontakt des Automobilclubs also Touringclubs in Antalya, und dort wird dann tagesaktuell auch die Deposit berechnet. Ja, die werden dann Daten nehmen, dort wird dann auch quasi ein Protokoll erstellt, Motornummer, Seriennummer, Airbag-Nummer, sonstiges. Also das wird schon professionell auch aufgezählt, damit auch keine Autoteile etc. verkauft werden. Das sind alles so Punkte, die wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten immer passiert sind und dementsprechend der Staat gewisse Gelder auch nicht einnehmen konnte. Und dementsprechend haben sie eben das Ganze jetzt so kompliziert gemacht. Und dementsprechend denke ich, ist es wichtig, das Ganze zu wissen. Und ich denke, es ist immer wichtig auch zu überlegen, ob es sinnvoll ist, ein deutsches Fahrzeug hier reinzufahren, mit der Bedingung, dass du dann, wenn du es umändern willst auf türkische Plakette, dass du extrem viel Geld parken könntest. Und das ist Geld, was dann wiederum nicht arbeitet, nur damit man ein deutsches Fahrzeug hier hat. Beispiel mit demjenigen, der 50.000 Euro Kaution hinterlassen hat. Für das Geld hätte man auch sicherlich oder auch für ein bisschen weniger ein Neufahrzeug in der Türkei kaufen können. Ist dann vielleicht nicht der High-End-Class-Auto, aber naja, besser als eventuell das Geld irgendwo geparkt zu haben. Wenn es aber dazu auch nochmal speziell Fragen gibt, kannst du das auch gerne hier in der Kommentarfunktion natürlich nutzen und ich versuche darauf zu antworten. Eine weitere Frage wurde mir persönlich auch gestellt. Markus, was ist, wenn du jetzt das Land verlässt und dann mit einem deutschen Fahrzeug wieder reinkommst? Das ist genau, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe. Wenn ich jetzt, weil ich vielleicht keine E-Card bekomme als Ausländer oder ich möchte einfach raus aus der Türkei, dann kann ich nicht nach 2-3 Monaten ein Fahrzeug einfach hier reinbringen. Ich bin über 6 Monate in den letzten Jahren hier gewesen, in dem letzten Jahr, also durchgehend eigentlich mehr oder weniger. Und dementsprechend muss ich, wenn ich jetzt ein deutsches Fahrzeug in die Türkei fahren möchte, muss ich der Halter sein. Nur ich darf über die Grenze reinfahren und ich darf nur auch rausfahren. Ja? Oder eben auch meine Lebensgefährtin, aber im besten Fall immer der Halter, der auch wirklich auf dem Fahrzeugschein steht. Und ich muss tatsächlich dann 6 Monate außer Landes sein. Das ist egal, ob du in Deutschland bist, in Paraguay, in Dubai, in Kroatien oder sonst irgendwo. Du musst außerhalb der Türkei sein. Und dann kannst du das Fahrzeug reinfahren, wenn du E-Card die ganze Zeit hast oder du hast vielleicht auch die Mavi-Card, wie viele Deutsch-Türken die haben, dann kannst du einfach ganz entspannt 2 Jahre hier mit dem Auto fahren. Wenn es aber heißt, okay, du musst jetzt das Land verlassen, weil du keine E-Card hast, dann musst du natürlich das Fahrzeug relativ schnell wieder rausfahren. Spätestens nach Ablauf der E-Card. Also mit Ablauf der E-Card. Ja? Und dementsprechend ist es immer gut zu überlegen, und im Voraus natürlich auch so ein bisschen zu planen. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, seit mittlerweile über 3,5 Jahre Auswanderung, dass nicht immer alles nach Plan läuft und dass gewisse Punkte erst im Laufe einer Zeit sich ergeben bzw. auch erkennbar machen und dementsprechend man dann wieder andere Wege eventuell einleitet. Und dementsprechend, wenn du bis hier geschaut hast, kann ich dir jetzt schon versichern, dass es auf diesem Kanal
noch weiterhin sehr spannende Videos geben wird. Ich danke dir auch für diese ganze Aufmerksamkeit, die du bis jetzt mir geschenkt hast, auch speziell in diesem Video und auch vielleicht die letzten Videos zuvor. Lass dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teile gerne diesen Kanal und vor allen Dingen auch gerne lass ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke, falls du es noch nicht getan hast, damit du kein Video mehr verpasst. Und wenn du auch andere Videoideen hast, egal zu welchen Themen, dann schreib es gerne in die Kommentare und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Dein Markus aus Alanya. Du fühlst dich schlapp, müde, bist antriebslos, hast eventuell Probleme mit deiner Schilddrüse und nimmst dauerhaft Medikamente ein, eventuell sogar noch andere Krankheiten, Probleme, die vielleicht mit deiner Schilddrüse was zu tun haben, dann solltest du jetzt hier draufklicken und das Schilddrüsengeheimnis enthüllen.